Ja, hallo, herzlich willkommen zu dem Level Guide von Level 1 bis 10 mit mir, dem Underwater Frank. Ja, wir sind jetzt Level 8 geworden, habt ihr zuletzt gesehen nach dem Wettbewerb. Und ich würde sagen, wir statten uns jetzt erst einmal neu aus. Ich nehme jetzt erstmal, ich guck mal gerade bei Matchrouten. Da könnten wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir da, obwohl die gehen auch nur bis 3,5 Kilo. Weil die Teleskoprouten brauchen wir ja jetzt so erstmal nicht mehr. Jetzt für die Welse zum Beispiel. Da geht es auch erst ja, Level 4 und dann geht es ab Level 11 weiter. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt mal eine Matchroute. Am besten wäre natürlich gleich hier so eine Nero, aber das ist noch ein bisschen weit weg vom Level her. Ja, weil wir auf jeden Fall die Welse noch weiterhin fangen wollen. Die geht ja zwar nur bis 3,5 Kilo, aber das ist erstmal das Beste, was wir hier kaufen können. Nehmen wir die erstmal mit. So, dann auf jeden Fall eine Spinning-Route. Und da würde ich auf jeden Fall gleich mal auf die Featherlight gehen. Die geht bis 4 Kilo. Die ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Man kann auch sehr weit mit der schmeißen. Und ihr seht jetzt hier quasi 1,90 Meter, 2 Meter und 2,15 Meter. Würde ich euch empfehlen, gleich die 2,15 Meter zu nehmen. Kostet jetzt zwar 13 Gold, aber das ist auf jeden Fall eine Investition, die sich lohnt. Auch zum Beispiel auf Hinblick für Colorado, für die Regenbogenforellen. Die kann man damit auch sehr gut angeln. So, dann kaufen wir die erstmal. Oh, da kriegen wir gleich nochmal einen Erfolg hier: Golden Daddy. So. Dann gucken wir mal, Spinning-Rolle auf jeden Fall eine neue. Ja, das wäre natürlich das Perfekte hier, die Espira Slim-Rolle, aber die kostet auch 26 Gold. Das ist ein bisschen zu viel, finde ich. Deswegen gucken wir mal. Oder nehmen wir die doch? Weil die geht bis 2,9 Kilo, dann hätten wir auf jeden Fall eine passende Rolle für die Espira, also für die Ultraleichtroute. Ja doch, nehmen wir die mal mit. Kriegen wir auch gleich nochmal 100 Silber und Golden Daddy wieder. So. Spulen Casting brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, dann gucken wir auf jeden Fall mal wegen geflochtener Schnur. Gucken wir mal hier die 018er. Geht bis 3,6. Die ist auf jeden Fall super. Die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. So, und dann gucken wir mal, was gibt es hier noch? Das andere ist alles vom Level zu hoch. Guck nochmal bei Fliegenangelsehne. Hier ist zum Beispiel auch bis 4,5, aber das ist, glaube ich, zu schwer für unsere Route. Die anderen sind alle nur mit Gold. Ja, dann lassen wir das mit der Fliegenangelsehne lassen wir erstmal. Ich guck mal nochmal bei der Mono, ob da noch irgendwas Neues haben. Aber ja, das geht hier schon bis 0,25 hoch. Müssen wir dann halt gucken, ob das bei uns halt nicht schon zu schwer oder nicht zu stark ist. So, dann nehmen wir mal hier die 0,25er. Ne, nehmen die 150 Meter, das reicht erstmal. So. So, dann haben wir das erstmal. So, dann auf jeden Fall Kescher und Stringer hier. Da müssen wir auch nochmal gucken. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal den 3,28 Kilo, weil der hier 35 Gold können wir uns jetzt eh nicht mehr leisten. Dann kommt nachher bis 10 Kilo und der nachher bis 15. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal den. Dann können wir erstmal schon ein bisschen was angeln auf jeden Fall. So, dann gucken wir noch wegen Kleidung. Hier würde ich auf jeden Fall das Combat-Pack auch empfehlen, weil das ist auf jeden Fall sehr gut und ist deutlich besser als zum Beispiel die Handy-Tackle-Box oder ja, Handy 2 nachher, die ist schon wieder ein bisschen besser. Aber hier haben wir auch noch eine Spule, noch, können wir noch mit reinnehmen. Die würde ich auf jeden Fall nehmen. So, dann auf jeden Fall hier die Angeltasche mit den vier Ruten. Bei der Weste, ja, die Weste, die wir jetzt auf jeden Fall erstmal nehmen können. Bei die andere ist erstmal Level 10. So, und dann Haken. So, dann gucken wir uns das mal an. Wir nehmen auf jeden Fall den Haken 1. Den Haken 1-0. Schonhaken braucht ihr erstmal nicht. Das ist später dann noch nur für Wettbewerbe wichtig. Oder wenn ihr halt, ja, Fische schonen wollt oder halt Catch and Release spielen wollt. So, und dann den Haken 2-0er noch. So, Lockmittel. Müssen wir mal gucken, was wir hier schon kaufen können. Ja, also der lohnt sich auf jeden Fall hier, der Regenbogenspinner. Damit kann man dann später auch die Regenbogenforellen sehr gut angeln. Also den auf jeden Fall einmal mitnehmen.
Ja, ansonsten ist hier erstmal nichts weiter. So, dann bei Spoons nochmal durchgucken. Der Casting Spoon hier, die sind auch immer nicht schlecht. Da können wir auf jeden Fall auch mal zwei mitnehmen. Hier von diesen bunten Casting Spoons. Ja, Nano Spoon brauchen wir jetzt erstmal nicht. Die können wir erstmal weglassen. Narrow Spoon, da Medium Spoon geht erst später los. Narrow Spoon, der ist ab Level 10 erst, der lilane. Der wäre später noch ganz interessant. Ja, ansonsten, was gibt es hier? Crankbaits geht erst, denke ich mal, ganz spät los. Ja, Jigheads brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Würmer gibt es hier noch, Raupen, Kunstfisch. Brauchen wir auch erstmal nicht. So, dann gucken wir nochmal bei den Ködern nochmal durch. Normaler Köder, Insekten und Würmer. Und dann haben wir hier noch den kleinen Schnittköder. Mittleren gibt es erst ab Level 13, also kaufen wir erstmal ein paar Mal den kleinen. Weil damit können wir auf jeden Fall die Welse ganz gut angeln. Aber ich wollte jetzt bis Level 10 auf jeden Fall noch bei den Welsen bleiben. So, großer Schnittköder, Ritzen. Scheine auch später sehr interessant. Dann lassen wir das erstmal. Ich wollte nochmal kurz gucken. Hier vielleicht die Eintagsfliegen, die gehen aber erst ab Level 9 und die normalen Fliegen Level 8. Ne, dann brauchen wir hier auch erstmal nichts. Gut. Dann haben wir das erstmal alles. Lizenzen ist halt später Colorado interessant, aber das brauchen wir auch erstmal nicht. So, dann statten wir uns mal aus. Wir haben jetzt einen Platz von 37 Ködern und Haken, 8 ja, Rollen Schnur und 5 ja, Angelgeräte. Sei es jetzt die Ruten oder halt auch die Rollen, die gehören da auch zu. Ja, dann statten wir uns mal aus. Ich würde sagen, die Teleskoproute brauchen wir erstmal nicht weiter. Packen wir die erstmal weg. So, dann haben wir hier einmal die Omniflow, die nehmen wir mit rein. Featherlight. Gleich mal mit der Rolle hier. Die Omniflow. Ah, jetzt haben wir hier nur so eine schwächere Rolle. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken wegen der anderen Rolle. So, Mann, nee, wir hatten doch hier noch eine Rolle. Geht jetzt bis 1,6, genau, die nehmen wir auf jeden Fall mit für die Omnifloat. Gucken. Genau. Nehmen wir die auf jeden Fall. So, hier haben wir die. So, jetzt müssen wir gucken wegen der Schnüre. Hier haben wir keine Schnüre mehr. Na, hier ist jetzt gar nichts mehr. Ah, ne, doch, hier müssen wir mal gucken. Genau, hier wollen wir jetzt mal gucken, ob wir die Braid drauf machen können. Das ist zu stark, das dachte ich mir schon. Das ist zu stark. So, mal gucken, ob wir auf die Omniflow die Braid drauf machen können. Auch zu stark, okay. Ja, also 3,6 Kilo ist eindeutig zu stark. Da müssen wir nochmal kurz in den Shop. Da müsst ihr dann immer gucken wegen der Schnüre. Dann würde ich sagen, nehmen wir 0,2er auf jeden Fall mit. 150 Meter. So. Und bei der Braid müssen wir mal gucken, welche nehmen wir da. Die 02er ist auf jeden Fall 018er. Nehmen wir die 015er nochmal mit. War die günstigste Variante davon. Dann sollte das eigentlich passen. Gucken wir mal. Nehmen wir jetzt mal. Na, ich mal die versuchen. Die bis 2,7 ist auch zu stark. Gut, dann nehmen wir hier die 02er. Was? Auch zu stark? Warte mal, wir lassen mal kurz den Bildschirm oben weg. Ne, ist auch zu stark. Oha. Na, da müssen wir dann mal gucken. Die Omniflow ist dann recht schwach auf jeden Fall. Wir gucken aber jetzt erstmal die Spira. Die geht. Okay. Haben wir da jetzt auf jeden Fall bis 2,7 Kilo Schnur drauf. Und als Köder, ja, könnte man jetzt hier den Spinner 4 Gramm nehmen. Zum Beispiel, der wäre auf jeden Fall ganz gut geeignet, steht auch, ist optimal. Dann haben wir die schon mal ausgestattet. Wir können nachher später auch Casting Spoon oder den anderen Casting Spoon nehmen. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, dass wir hier für unsere schwache Omniflot, weil das ist halt von den Matchrouten halt die beste, die wir zurzeit kriegen und von Teleskop, ja, gibt es halt auch nicht wirklich was Besseres. Ja, die Cäsar gibt es halt noch, aber ist auch nicht wesentlich besser. So, dann gucken wir nochmal. Monophil, nehmen wir mal. Haben wir jetzt die 18er gekauft gehabt? Jetzt mal 0,4.
bis 1,8. Welche hatten wir da jetzt gekauft? Ich hab da schon wieder. Die 0,18er und die 0,2er gehen beide nicht. Nochmal. Ach doch, die geht. Die 0,18er geht auf jeden Fall. 0,2er ist dann schwer zu stark. Okay. Ja gut, dann müssen wir mit der 0,18er jetzt erstmal leben. Dann geht das erstmal nicht anders. So, die Köder haben wir hier alle mit. Ich würde sagen, wir nehmen auf, ja genau, einen neuen Schwimmer. Das wäre doch nicht schlecht. Hier mal den schlanken, nee, den breiten habe ich immer gerne mit. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Den schlanken, den ovalen. Den schlanken nehme ich auch nochmal mit. Der andere können wir jetzt hier auch erstmal nicht. Und bei Barschicks können wir auf jeden Fall nochmal gucken. Das ist jetzt schon Raute 2.0, ist vielleicht schon ein bisschen zu groß. Nehmen wir mal den 4 Gramm Raute 1.0 mit dem blauen, Level 7. Dann nehmen wir mal alle mit. Und den braunen auch. Damit können wir vielleicht dann auch nochmal auf Forellenbarsch gehen. So, alles klar. So, dann nehmen wir jetzt hier erstmal den breiten Schwimmer. Haken nehmen wir jetzt mal den größten. Und Köder auf jeden Fall hier der kleine Schnittköder. Tiefe wieder 2,50, weil wir wollen ja wieder auf den Wels gehen. Und dann einfach mal gucken, was da jetzt anbeißt. Die Rolle mit 1,6 Kilo. Guck nochmal kurz. Rolle. Spinning-Rolle. Haben wir denn? Ja doch, wir können ja hier noch eine größere raufmachen. Dann nehme ich mal die Callisto 1400 noch mit. Hatte ich jetzt noch gar nicht gekauft. Probieren das einfach mal. Ja, das geht. Ah, jetzt könnten wir vielleicht auch die Schnur. Stimmt, jetzt könnten wir die Schnur noch austauschen. Ah ja, das geht jetzt. Gut. Dann haben wir auf jeden Fall 1,8 Kilo. Vielleicht kriegen wir auch die 15er Braid drauf. Wäre natürlich cool, aber da haben wir nur noch 50 Meter Schnur. Müssen wir mal schauen. Ne, das ist zu stark. Okay. Gut, dann lassen wir die 0,20er Mono auf jeden Fall drauf. So, und hier könnten wir nochmal gucken wegen dem Barschick. Nehmen wir einfach mal einen blauen. Auch optimal. Gut, das wäre es dann erstmal. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder an den See. Wieder nach Missouri. Haben wir erstmal alles gekauft, was geht. Geldbeutel. Geben Sie eine gewisse Anzahl an Silber an einem Tag aus. Haben wir schon mal wieder 3 Gold bekommen. Ja, ich habe gerade noch gesehen, auf jeden Fall nicht vergessen, den Stringer bzw. den neuen Kescher mitzunehmen. Und dann reisen wir jetzt mal nach Missouri. So. Haken habe ich jetzt mal doch lieber den Haken 1 genommen. Weil der Haken 1.0 dann wahrscheinlich schon ein bisschen zu groß ist im Zusammenspiel mit dem kleinen Schnittköder. Ah, 9 Meter, das dürfte in Ordnung sein. Gucken. Achso, jetzt haben wir natürlich wieder 5 Uhr. Da müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal vorspulen. Ich glaube, um 5 Uhr haben wir da keine Zuppler. Gut, gleich auch um 12 wieder zu unserer altbekannten Weltzeit. So, weiter geht's. Jetzt dürfte vielleicht auch gleich der erste Wels beißen. Oh, da haben wir schon den ersten Zuppler. Oh, schnell anschlagen hier. Oha, der geht ab. Ich mache mal die Bremse ein bisschen höher. Also auf 5 auf keinen Fall stellen mit dieser Route. Oder mit dieser Schnur auch. Ah, da haben wir schon den ersten. So, was ist denn das hier für eine? Gucken. Oh, der bringt schon 36 Erfahrung. Und den können wir jetzt auch behalten. Weil wir jetzt ja natürlich den größeren Kescher haben. Ah, ist ein bisschen zu weit. Mal ein bisschen ran. Thank you.
Oh, da scheint schon was dran zu sein. Ihr seht, wie der Powerbalken sich füllt. Haben wir wieder einen Wels dran. Aber ich glaube, die Trophys fangen wir dann wirklich erst mit mittleren Schnittköder. Kanalwels 1,5 Kilo. Gehen wir auf wieder 25 Erfahrung. Ich kann da nochmal kurz gucken, wie viel Erfahrung wir jetzt überhaupt brauchen. Wir brauchen jetzt insgesamt 2500 bis Level 9. Dann halt quasi bis Level 10. Wir können ja mal gucken, ob wir Level 9 dann vielleicht doch schon nach Colorado gehen. Halt auch mal gucken wegen der Lizenz. Ich glaube, man braucht nämlich Level 9 für die fortgeschrittene Lizenz, sonst können wir die einzigartigen gar nicht fangen. Deswegen müssen wir auf jeden Fall hier noch bis Level 9 die Welse fangen. Ich muss mal ein bisschen ranholen. So, dann probieren wir mal ein bisschen den Spinner aus. Versuchen wir einfach mal ein bisschen zu twitchen, also linke Maustaste gedrückt halten und dann mit rechter Maustaste ein bisschen zu twitchen. Halt nur mal gucken, wie Fische da jetzt beißen. Versuchen, dass er nicht am Boden liegen bleibt. Oh, da haben wir schon einen dran. Mal gucken. Gleich mal die Bremse ein bisschen höher machen hier. Glaube ich, einen Forellenbarsch. Mal gucken. Ja, ein junger Forellenbarsch. Also wie gesagt, Spinning könnt ihr hier auch machen mit dem Barsch-Jig. Das geht ganz gut. Stellt ihr jetzt die Einholgeschwindigkeit am besten auf 2. Und Bremse könnt ihr ruhig auf jeden Fall mit der Ultraleichtroute ein bisschen, also mit der Fässerleit ein bisschen höher stellen. Rot jetzt nicht so schwach einstellen. Und dann einfach linke Maus gedrückt halten und dann ab und zu die rechte dazu drücken. Dass er dann so ein bisschen twitcht. Ob wir gleich noch einen rankriegen hier. Mal auch nochmal hinten zum Schilf, ob wir da mehr Glück haben. Das Gute ist halt mit der Fässerleit, die ist halt echt für, ja, leichtere Köder, also leichtere Köder gedacht. Und man kann halt sehr weit damit schmeißen, ne? Das ist wirklich super. Hier sollten wir vielleicht, ich mach mal hier Stop and Go. Ja. Ja, so. Machen wir mal ein bisschen Stop and Go, das könnt ihr auch machen. Also einfach reinholen und dann wieder auf den Boden sinken lassen. Ah, haben wir auch schon mal einen Erfolg, aber das ist glaube ich ein ganz kleiner hier, oder was? Ja, auch ein junger Forellenbarsch. Ist halt mal so ein bisschen Abwechslung, ne? Probieren wir gleich nochmal. Wieder dreifach, dann ein bisschen Stop and Go. Dann gibt es noch eine andere Angeltechnik, das ist dann linke und rechte Maustaste gleichzeitig drücken, das ist dann anheben und fallen lassen. Das funktioniert manchmal auch ganz gut.
Müsst ihr mal durchtesten, was für euch da am besten funktioniert. Also noch mal hier hinten hin. Könnt ihr euch auch so ein bisschen nach links drehen, dass ihr so ein bisschen mehr Schnurspannung habt. Vielleicht noch was beißt. Früher war es auch immer so, dass dann es kurz geruckelt hat, kurz bevor der Biss kam. Wie gesagt, da kann auch ab und zu mal Leerlauf sein, also dass man mal mit ein paar Auswürfen da keinen fängt. Das ist halt nicht so wie mit der Pose jetzt, sag ich mal, ne? Aber ich glaube, vom Leveln her geht das mit dem Wels ein bisschen besser. Also wesentlich schneller halt, weil man da mehr Erfahrung kriegt. Seht ihr jetzt, gucken jetzt mal, wie viel kriegen wir hier für den. Der bringt nur 21 immerhin schon. Ne? Das ist auch nicht verkehrt. Also müsst ihr halt gucken, wie ihr, dass ihr das vielleicht mal ein bisschen abwechselt oder so. So, nach ein bisschen Spinning und ein bisschen Posenfischen sind wir jetzt schon an Tag 5 angelangt. Und ja, wir sind jetzt kurz vor Level 9. Und ich würde dann einfach sagen, dass wir dann mit Level 9 nach Colorado gehen. Und da dann mit der Featherlight-Route und dem Regenbogenspinner ein bisschen versuchen, Regenbogenforellen zu angeln. Weil die kann man erst wirklich mitnehmen, wenn man Level 9 ist. Weil das dann nämlich die fortgeschrittene Lizenz ist. Gucken wir uns auch gleich nochmal an. Auf jeden Fall haben wir es gleich geschafft. Lange dauert es jetzt nicht mehr. Seht, der Erfahrungsbalken ist schon fast voll. Also ich habe jetzt mal so ein bisschen probiert. Also ich finde, mit Pose kommt man auf jeden Fall schneller voran als jetzt mit Spinnen hier. Weil hier jetzt mit den Forellenbarschen, ja, finde ich mit Pose, finde ich jetzt mit Wels deutlich besser. Habe jetzt mal mit dem Barschig halt probiert, die Forellenbarsche, aber ist jetzt nicht so wahnsinnig effektiv, sag ich mal. Ist eine gute Abwechslung auf jeden Fall, wenn man jetzt mal keine Lust mehr auf Pose hat oder so. Das auf jeden Fall. Aber ansonsten würde ich euch schon empfehlen, dann vielleicht doch eher mit Pose zu leveln. Aber dafür werden wir an Colorado ordentlich Spinfische machen. Da geht es auf jeden Fall mit Spinfischen richtig gut. Mal gucken, ob das jetzt schon das Level-Up ist. Nee, noch nicht. Ich glaube noch nicht. Noch nicht ganz. Kurz davor. Wird auch schon einige Erfolge hier gekriegt. Beim Poseangeln. Einmal den Wels-Boss, weil man hier halt... Ja, weil ich halt sehr viel Wels geangelt habe. Und einmal noch glückliche Pose. Halt hintereinander erfolgreich gelandet, die Fische, aber das ist jetzt auch nicht so weiter schwer. Jedenfalls die erste Stufe von dem Erfolg. Später wird das dann schon ein bisschen schwerer. So, mal gucken jetzt. Das könnte jetzt normaler sein. Damit könnten wir vielleicht ein Level-Up haben. Gucken wir mal. Also ihr könnt auch ruhig über euren Gewicht angeln. Ne? Also ihr seht ja 2,388. Wenn ich den jetzt behalte, sind wir bei 8,4. Ah ja, jetzt sind wir Level 9, kriegen nochmal 7 Gold. Genau. Also ihr seht jetzt, ihr könnt auch ruhig über euer Gewicht angeln. Ne? Ihr seht jetzt 8,4 von 8. So, dann würde ich sagen, reisen wir hier mal wieder ab. So, haben auf jeden Fall, hier seht ihr auch nochmal Wels-Boss, glückliche Pose, Wels-Boss. Also einige Erfolge noch abgegrast. Ja, dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns dann in Colorado wieder. Gucken jetzt mal kurz wegen den Lizenzen. Können wir uns eigentlich gleich schon mal holen. So, Colorado, fortgeschrittene Lizenz Level 9. Die, wie gesagt, die einfache braucht ihr nicht, denn die fortgeschrittene beinhaltet die einfache. Ja, also dann würde ich sagen, einfach einen Tag dann erstmal kaufen, weil ihr müsst jetzt hier nicht etliches da ausgeben. Unlimitiert würde ich euch am Anfang auch nicht empfehlen. Erst wirklich, wenn man genügend Geld zusammen verdient hat.
So, und jetzt seht ihr hier auf der Weltkugel, wenn ich jetzt auf Colorado ist, alles grün. Also Karpfen, Barsch, Forelle, Crappie und Panfisch. Ja, und da würde ich sagen, bleiben wir auch erstmal in Colorado. Und Ausrüstung, auf jeden Fall den Regenbogenspinner und dann geht das eigentlich schon klar. Ja, wie gesagt, das sollte eigentlich kein Problem sein. Wir können noch mal kurz gucken, was Colorado, wie schwer die Forellen sind. Das ist, glaube ich, der Rocky Lake, wenn mich das jetzt nicht täuscht. Ich glaube, Rocky Lake war das. Und dann Forelle. Ja, wie gesagt, Trophäengröße gibt es hier Regenbogenforelle richtig viele. Und dann halt einzigartige Halsabschneider. Ja, gut, dann war es das erstmal von meiner Seite. Jetzt sind wir schon mal Level 9. Und dann das nächste Level machen wir in Colorado, dann bis Level 10. Ja, dann erstmal vielen Dank. Achso, was ich ja noch sagen wollte, weil hier hatte noch einer gefragt wegen den Einstellungen. Ja, hier oben stellt ihr halt eure, am besten eure native Auflösung ein, also die, die ihr auch im Windows habt. Und dann halt eure Herzzahl, also ich denke mal, die meisten haben halt 60 Hertz. So, denn von der Qualität her, ja, fantastisch, wenn euer Rechner das schafft, dann auf jeden Fall auf fantastisch stellen. Anti-Aliasing auf hoch habe ich jetzt eingestellt. Dynamisches Wetter auch auf hoch. V-Sync habe ich bei mir an, einige haben das aus, aber ich finde halt, dadurch hat man halt weniger Tearing, wenn es dann mal irgendwie sein soll. SSAO und Vollbild. Ja, und Audio zum Beispiel, die Musik habe ich bei mir aus und den Sound halt so eingestellt. Ja, Spielmechanik hatte ich ja schon mal gezeigt. Den Schwimmer am besten ein bisschen größer machen, dann die Profi-Anzeige auf jeden Fall an. Gut, das war es dann von meiner Seite und dann vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zur nächsten Folge. Euer Underwaterfang. Tschüss.